What the fuck ist denn hier gefahren? Hä? Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge 7 Days to Die Age of Oblivion hier auf meinem Kanal. Ja, wir haben gestern die Runde gut überstanden. 2, 4, 6, 8. Ich mache das wieder hoch und runter, wie immer. Spielerei halt. So. Ich habe hier eingeschmolzen, was einzig schmelzen war. Wir haben kein Blei mehr, wir haben kein Messing mehr. Messing kann ich ausgleichen über die Token. Hier über die Dukaten, Jets, Dukes, was auch immer, wie ihr es nennen wollt. Ich habe hier die restlichen gebastelt, die wir basteln konnten. Und ja, wir haben kein Blei mehr. Wir haben kein Blei mehr, wir haben kein Nitrat mehr. Das heißt, ich muss demnächst wieder in die Bleimine runter. Das werde ich aber wieder offline machen. Ja, hier war der Obelisk, genau hier waren wir gestern. Red Mesa. Interessant. Haben wir aber, glaube ich, gut hingekriegt. So, jetzt läuft doch hier, hoffe ich, noch. Ja, läuft noch schön Metall rein. Dass wir mal hier auf unsere Stahlproduktion kommen. Wie viel haben wir? 757? Ja. Die nimmst du mal mit. Die nimmst du mal mit. Was nimmst du noch mit? Warte. Eidneid habe ich doch schon vorbereitet, genau. Den Waffenschrank, die Klappe brauchen wir, um reinzukommen. Der vierte Maschinengewehrgeschützturm. Die Teile brauchen wir, um die Geschütztürme anzusteuern bzw. anzuschließen überhaupt. Das muss auch gemacht werden. Motor für den Generator. Die habe ich aus der alten Base rausgeholt. Die Kabeltangen. Zwei Türen zu den vorne Geschütztürmen. Ja, wie wir das hier machen, wie haben wir, wie viel Mumpeln haben wir? Ist nicht so viel. Halt. Halt. Deswegen packen wir das jetzt erstmal unten ins Moped. All dieweil. Ja, lass mal gucken. Hier rein, was reingeht. So. Moped ist gefüllt. All dieweil. Es ist verdammt viel. Ihr seht's, es ist verdammt viel. Und da werden wir mal ein bisschen was verkaufen jetzt. Muss ja, wir hatten ja mal wieder gestern Reset gehabt. Aber den Tag habe ich ja verbraucht im... Verbraucht, ja. Den Tag habe ich verbracht. Alter, du kannst heute mal wieder nicht labern. Das ist schlimm. Hast mal wieder schlimme Wortfindungsstörungen. Ist ja grausam mit dir. Den habe ich verbracht, den Tag gestern in Red Mesa. Das geben wir jetzt auch mal ab. Ist hier irgendwas? Ja, du nimmst die Felstertrümmer, nimmst du mit. Gesundheitsbalken nimmst du mit, Rest bleibt. Drück mal hier so da drauf. Ach, guck mal an. Nadel und Faden haben wir noch gar nicht vollständig gehabt. Ja, geil. Sehr gut. So. Dann. Ne, lass erstmal gucken. Erstmal gucken. Die 6er MP5 auf jeden Fall. 6er Schlagschrauber haben wir. Der Stahl 25 lohnt sich nicht. Wir nehmen die Schlagschrauber. So. Das wird. Ach, Quatsch. Das hier behältst du. Wir haben 427.000. Du wirfst dir erstmal so ein Sugarbutt ein. Du wirfst dir eine irre Soße ein und dann wird erstmal verkauft. Watch yourself, stranger. I know some fellas who break legs for coin. So, das waren ja, knappe 70.000. So, dann müssen wir hier mal gucken. Die brauchen wir auf jeden Fall. Halt, sale is a sale, halt guck da erstmal. Like hat er sonst noch was? An Mumpeln oder so? Ne, sonst hat er ja nichts. Den Fische brauchen wir nicht. Schrotzen brauchen wir nicht. Ne, es ist in Ordnung.
Da hier irgendwas dabei? Nein, natürlich nicht. Werkzeugtechnik? Nein. Nope. 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 Na, nicht mal hier. Da war gut, nimmst die Kartoffeln mit, nimmst die Heidelbeeren mit. Das war's aber auch schon. Den Honig nimmst du. Stahl nimmst du mit. Ja, es sind zwar nur Kleinigkeiten jetzt hier, aber die stapeln sich ja auch im Endeffekt. Sind wir mal ehrlich, so. No refunds. Da haben wir genug. Der hat aber keine 9 mm gehabt. Das heißt, wir machen das auf dem beschwerlichen Weg hoch zum Händlerberg. Ne, warum? Warum? Wir haben da noch 4 Tage Zeit. Da kann ich einen Tag... Ja, da verbringe ich einen Tag mit. Mit Mining. Wir fahren zur Hordebase. Da verbringe ich einen Tag mit Mining. Da haben wir, da kriegen wir das Zeug zusammen, was wir brauchen. Da müssen wir nicht extra woanders dahin fahren zum Kaufen. Das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn. Wir fahren jetzt gechillt zu unserer Hordebase. Bringen die soweit dahin, wo ich sie gern haben möchte. Damit wir... Boah, war doch irgendwo dagegen, du Depp. Damit wir gut aufgestellt sind für die Horde nach den 4 Tagen, weil die könnte... Ja, ist dann die 9. Die wird dann heftig werden, schätze ich mal. Die dürfte heftig werden, die Horde Nacht, die Fight Night. Die könnte heftig werden, deswegen will ich das alles vorher... Ich will das alles vorher auf dem guten Stand haben hier. So, genau. So, und damit wir reinkommen, brauchen wir hier auch. Da brauchen wir ja auch sowas wie Leitern. Das geht so. Da kommen wir rein. Da kommen wir rein. Warte mal. Machst du die beiden noch weg? Und dafür kommen die beiden hier hin. Hüpf. So, und dass wir da beim Runterhoben mal hochhüpfen. Nicht irgendwo hängen bleiben. So. Kommt es natürlich nur drauf an. Ja, ich könnte, also kann sich auch durchschießen. War mir kurz unsicher, ob das wirklich funktioniert mit dem Durchschießen, aber scheint ja, müsste ja funktionieren. Das müsste funktionieren. So, erstmal die Klappe. Erstmal hier ein Deckel drauf. Und zwar so. Zack. Und Ruhe ist. So. Dann packen wir hier doch erstmal. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Packst du 2, 5 rein. Hier 2, 5 rein. Da haben wir auf der Seite 5000 Schuss. Dann können wir hier mal eine Tür hinpacken. Und hier eine Tür hinpacken. Wir müssen ja irgendwie hier rein und rauskommen. 2,5 sperren. 2,5 sperren. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch, habe ich noch einen Schalter mitgebracht? Ich glaube, ich habe keinen Schalter mitgebracht. Ich glaube, ich war so doof und habe keinen Schalter mitgebracht. Natürlich nicht. Gut, Notiz an mich, Schalter. Ich stelle mir jetzt noch den Safe hier auf. Sehr schön. Wir brauchen Motoren. Genau. Zeng, 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 zeng. Nachtanken. Dann geht das schon mal da rein. Halt, die brauchst du erstmal. Zack. Dann brauchen wir nämlich... wo sind sie? Hier sind sie. Kommt erstmal hier einer hin. Uah. Dann kommt hier einer hin. Aber warte mal, wenn ich die... Nee, die schließe ich direkt an. Die kann ich ja direkt anschließen.
Das macht ja nichts. Die funktionieren ja erst, wenn Gegner da sind, glaube ich. Dann rennen wir nach da. Kriege ich das hier nicht angeschlossen? Jetzt ist es angeschlossen. Ja. So, von da nach da. So, und dann gucken wir mal, ob wir das hier von hier aus so angeschlossen kriegen alles. Wie ich das will. Und hier nach da. Und hier. Da geht's nicht mehr dann hin. Scheiße. Machen wir das doch nach da. Ja, komm her. Ja, dann müssen wir sie in Reihe anschließen. Geht nicht anders. So, dann geht eine noch. Das hier. Ups, ja. Und hier. Zack. Müssen wir noch eine anschließen. Dann ist eine in Reihe angeschlossen. Das ist dann aber auch nicht so schlimm, glaube ich. Das wird dann nicht so schlimm sein. Weil ich will hier auf dem Dach will ich keine. Jetzt sind sie angeschlossen. Ich will auf dem Dach will ich keine. Keine, wie heißen die Dinger noch? Kabelverschaltung haben. Die will ich da nicht haben. 2, 5 hier. Das gleiche nochmal hier rein. Und dann kommen später, kommen dann hier auch noch die restlichen hin. Ja, sind 720, das macht jetzt im Moment nichts. Müssen wir einmal anschließen, anschmeißen da die ganze. So. Da dreht sich noch nichts. Yay! Läuft! Läuft! Ach halt, wir müssen ja noch die. Ich muss ja noch die Dings anschließen. Die anderen. Warte mal. Die anderen Geschütztürme müssen ja auch noch angeschlossen werden. Mach den da hin. So. Und einmal von hier. Nach hier. Dann geht's von hier nach da drüben. Zack. Machen wir das mal so. Also. So ist schon gut. So ist schon gut. 1, 2, 3, 4, 5. 5 von rechts. Ja, wir bringen den auf die Seite. So ist er gut aufgestellt. It is a pleasure to serve. Machen wir hier zu. Laufen wir auf die andere Seite, schließen da drüben ab. An. Meine ich natürlich nicht ab. Nee, hier. Zu dir. So. So. Einmal so. Dann passt das hier auch. So, so, so. Hier kann man zumachen. Ja, komm raus.
Wo hängt's? Genau. Genau, da können wir nämlich dann hier zumachen. Halt, ich muss ja noch raus. Das war jetzt wieder gefickt eingeschädelt. So. Habe ich Stahl mitgenommen? Ja, habe ich. Werden wir jetzt mal ein bisschen aufwerten hier. So, das waren die hier. Den können wir jetzt mal ausschalten. Den brauchen wir gerade nicht mehr. Halt, müssen wir mal gucken. Die auch noch. So. Jetzt haben wir es soweit. Schauen wir mal, was wir außen noch verbessern können. Allererstes Mal. Hier, die müssen wir auf jeden Fall aufwerten. Soweit so gut, dass da nichts passiert. Dann gehen wir jetzt mal hin. Ja, ihr seht, wie schnell der Stahl hier durchgerauscht ist. Aber es ist ein Anfang, es ist ein Anfang. Ja, 8 Stahl haben wir noch. Ja, was sollen wir machen? Da machst du nichts. Da machst du nichts dagegen. So. Ist hier noch irgendwas, auf das ich zu achten habe? Ich brauche noch ein paar 9mm Mumpeln für oben. Weil mehr ist hier nicht. Gut. Ich brauche noch ein paar 9mm Mumpeln für oben. Ein bisschen Stahl, dann sind wir eigentlich vorbereitet, Leute. Dann sind wir vorbereitet. Weil wir gerade hier in der Nähe sind, fahren wir doch mal hier zu Händler Jen hier rüber, würde ich sagen, oder? Nein, ich will die andere Händler Jen haben. Ist das die? Ja, das ist die. Fahren wir doch mal die Händlerin Jen da drüben besuchen. Wir haben Geld. Wir sind in der Nähe, dann können wir mal in die Stadt reingucken. Ja, dann machen wir doch halt mal eine kleine Tour. War auch mal schön. Ja, ich mache wieder sonst was mit dem Moped. So, was ist hier? Verschlossen. Da läuft er. Da läuft er nicht mehr. Da läuft er nicht mehr, der kleine, schnelle Mann. So. How may I assist you? Indem du mir die Dietriche gibst. Somit kannst du mich assisten. So. Will er nur in das Auto reingucken. Ich will in das Auto reingucken, habe ich gesagt. Let me, please. Thanks. Warum nicht gleich so? Ja, sind wieder mumpeln, sehr gut. Was hast du dich denn hingesetzt? Sag ich jetzt nichts zu. Alter, Alter. Was ist denn hier? Da schauen wir doch rein. Ach, guck an, das war so eine Base, wie wir am Anfang hatten von der Staffel. Geil. Auch eine schöne Base, auch eine sehr, sehr schöne Base. So, für Early Game ist die super. Für Early Game ist das eine Bombenbase, sind wir mal ehrlich. Halt. Ein bisschen zur Seite. Dankeschön. Da ist das eine super Base, Early Game. Was haben wir hier? Zerstören, zerstören, mitnehmen. Broken. Ja, war klar. War ja klar, ne? Hab ich nicht anders erwartet.
Was ist das, das ganze Broken ist? Der da hinten ist auch broken, oder? Warte. Damit ich nicht falsch sag. Hatten wir den hier schon kontrolliert? Nein, den haben wir noch nicht kontrolliert. Apocalypse Tractor. Shit. Shit, ist broken. Broken as fuck. Ja, das wäre mal so ein Ding gewesen, weil wenn ich das richtig gelesen habe, beziehungsweise wenn ich mich richtig informiert habe, ist dieser Apocalypse Tractor. Habt ihr gesehen, der hat ja auch eine Waffe oben auf dem Kopf, auf dem Dach. Incoming enemies, prepare for conflict. Dass die Waffe funktionabel ist. Also die funktionabel, was ein gutes Deutsch. Ja, die funktioniert halt. Da soll man angeblich mit schießen können mit der Waffe. Das würde ich sehr gerne mal ausprobieren. Rumfahren und ballern wäre geil. Stellt euch mal vor, die hat so eine richtige, das ist so eine richtige kleine Mini-Gatling, was da oben drauf ist. Eine Minigun und damit durch die Reihen zu sieben in der Horde nach, das wäre schon sehr nice. Hier haben wir kontrolliert. Das wäre schon sehr sick. If you got the Dukes, I'll make the time. Ja. Du hast auf jeden Fall was zum Kaufen hier. Da ist genug Zeug, das du haben kannst von mir aus. Ja. Hast du irgendwas zum Verkaufen? Bone Hunters. Die nehmen wir mal mit. So, eins nach dem anderen. Nein, da ist nichts. Da ist nichts. Bücherinus, Magnum Vollstrecker. Die nehmen wir mit. Brauchen wir nicht. Das und das, das Übliche. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Rest darfst du behalten, sagst du. Dietrich haben wir mehr als genug. Panzerbreche 9 mm, ach, 7 mm. Und keine 9er. Warum habt ihr keine 9 mm Zeug? Das ist doch uncool. Oberschrot kann ich zerlegen. Die hat ja auch nichts, die Olle. Nee, da ist sonst nichts. Well, you just brightened my day. Wie sieht's mit? I'm glad I could help you. Wie sieht's mit Quests aus? Questimest, die ist irgendwas in der Nähe direkt. Ja, komm. I would love Reds Residence. Okay. Be careful and schauen wir mal, dass wir vielleicht hier ein paar Quests gemacht kriegen. Ja, es ist 13:30 Uhr. Ich mache mal ein paar kleine Quests. Die sind ja innerhalb von kürzester Zeit hier durchgenommen. War's das? Bist du tot? Ja, du bist tot. Die sind ja innerhalb von kürzester Zeit sind die ja gemacht. Wo ist das? Da drüben. Fahren wir hin, da sind wir ja ganz schnell durch. Da sind wir ja schnell durch hier. Ja, hier. Ups. Machen wir das schnell, machen wir ein paar Quests hier für die liebe Jen. Ja, ist weg. Aha. Da gibt es Ferale und... Gut zu wissen, das ist eine Einser-Quest, aber es sind Ferale da, ne? So viel zu dem Thema. So viel zum Thema Einser-Quest, sind wir mal ehrlich. So viel zum Thema Einser-Quests. Mal hier was, ein bisschen Cornbread, Cornmeal. Sonst nix. So viel zur Einser-Quest, ne? So viel zu der Einser-Quest. Was war denn das für eine Pirouette gerade? Habt ihr die gekonnte Einlage gesehen von ihr? Schön gedreht.
Vorräte brauchen wir, die sind unten. Vorräte sind unten. Da kannst alles zerstören, brauchst nicht. Working stiff eventuell. Hat schon ein bisschen was drin. Was zum Essen. War schon irgendwie lohnenswert. So, wo ist denn jetzt die Vorräte bitte? Da hinten. Da hinten sind die zu finden. Ja, auch nicht schlecht. Gut, hier haben wir alles, ja. Das war es ja schon. Sache von 2-3 Minuten, sage ich ja. Wo ist da hinten? Da ist wieder der Metzger mit der Motorsäge. Incoming enemies, prepare for conflict. Und rüber über die Rüben. Ja, dann machen wir jetzt hier ein, zwei Quests. Gucken uns noch die andere Jenny noch an. Da ist ja noch eine Jenny da. Ja. Don't spend it all in one place. But if you do, make sure it's here. Dang. Warte mal, wo ist denn die andere? Norden. If you do this for me. Am I gone? Funeral home. Machen wir. Dies mach mal. Ich habe natürlich wieder kein Dings dabei, kein Hundefutter dabei. Ist schade. Ja, dann fahren wir einmal zu der anderen Jenny da oben, dass wir die haben. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Da war ich fast ein bisschen schnell hier unterwegs. Ein bisschen schnell. Wow! Wo ist er? Dich will ich haben. Wo bist du? There he is. Direkt mitnehmen. Sehr gut, wir haben wieder einen zweiten. Hat sich doch schon gelohnt, hierher zu kommen. Leute, es hat sich doch schon gelohnt. Da könnt ihr mir jetzt sagen, was ihr wollt. Das hat sich direkt schon gelohnt, dass wir hierher gekommen sind. Wo? Hä? Ist das hier? Hä? Hier ist ein Trader Compound. What the fuck? Ist aber schön gebaut. Gefällt mir. Moment. Händler Jen. Moment. Hä? What the fuck ist denn hier gefallen? Was ist denn hier los? Thank you.
hier denn für ein Problem? Ach, ist ja nicht schön explodiert unter Wasser. Was ist denn hier gebacken? Na toll. Zum Glück. Super. Wo ist jetzt? Wo komme ich raus? Oh. Wäre ich ja fast nicht rausgekommen hier. Okay. Dann müssen wir doch da durch. Okay. Dann machen wir das. Immer, ich schieß einen an und dann kommen die anderen. Bin ich denn hier gelandet, Alter? Was ist hier? Was ist hier? Upsi. Hab das jetzt. Was ist das hier für ein Häschen-Kuschelei? Ja, komm, schlag mich nochmal. Zack. Kommt ihr denn alle her? Ausgeblutet, danke. Kommt ihr denn alle plötzlich her? Ja, ganz schön was los hier. Ja, aber ganz schön was los hier, Leute. Ja, woher kommt ihr denn alle? Was haben wir denn da? Sag mal, Ölschiefer. Trader Jen is just pretty, but I am effective. Aha. Nehmen wir doch gleich mit, das ganze Ölschiefer hier. Hätte ja können sein, dass unten drunter was ist. Nö. War leider nichts. Wie viel gab's? Immerhin 2000. Ja. Was ist hier jetzt gebacken? Ist hier der nächste Ölschiefer auch nicht schlecht? Nehmen wir mit. Nehmen wir wieder alles mit hier. Kannst du alles gebrauchen. Dann guckst du hier rein. So, das haben wir, das haben wir. Halt, da ist doch noch ein Raum. Da ist doch noch ein Raum. Auf mich zu schlagen. Ich mag das nicht. So, was ist hier? Ah, einmal schnell gucken.
Einmal schnell durchgucken. Einmal schnell öffnen. Oh, schon wieder. Oh, gleich schon wieder 6 Uhr. Leute, der Tag, der geht aber auch rum. Und ich sehe gerade oben auf meinem Display, im Kompass oben, da ist ja sogar noch ein. Sarit, einen Airdrop zu finden, zu sehen. Dann gehen wir einmal hier hoch. Da haben wir sie jetzt alle hier. Ja, auch nicht schlecht. Da ist die Jen einfach mal so, steht hier einfach mal so dumm rum. Ja, aber ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Krieg ein paar Sachen wieder drauf. Schon gut. Die behalte ich. Sortiere mal ein bisschen auf. Danke. Thanks for the business. We're open from dawn to dusk. Ganz abbrechen. Die M40er. Die nehmen wir wieder mit. Dies und dies nehmen wir mit. Da kommt der Honig. Die kannst du auch mitnehmen. Honig nehmen wir mit. Bücher irgendwas. Nope. Nope. Das war's da. Da ist sonst nichts. Hier nochmal die Panzerbrechen nehmen wir. Die High Power nehmen wir. Ja, da müssen wir wirklich. Dann müssen wir, Leute, dann müssen wir wirklich. Tut mir leid. Dann muss ich wieder einen Tag für. Ja, Sarit. Einen Tag nehmen wir zum Farmen wieder zwischendurch. So. Hier ging es raus. Aber ein schöner Compound. Ein schöner Händler-Compound. Kann man nicht schmecken. Ja, man kann nicht schmecken. Ist mir wieder ideal. So, dann gehen wir jetzt einmal schnell ab. Bei der anderen Jenny. Dann gehen wir einmal bei der anderen Jenny ab. Längel mich hier so durch. Ich sage, mit einem normalen Fahrzeug werden wir hier nirgends durchkommen. Mit einem normalen Fahrzeug wäre das nicht machbar, was ich hier veranstalte. Und hier das Emrigon. Juhu. So, wo ist... Ja, komm her. Oben. Mal schnell rein hier. Wo sind sie? Komm, mach nicht so lang. Mach nicht so lang rum hier. Wo? Da drin irgendwo. Zack. Zack, es bleibt von mir aus. Moped ist da drüben. Doch. Da, wo ist... 105 Meter in diese Richtung müssen wir. Das ist doch ekelhaft. Das ist doch ekelhaft.
So, jetzt. So, rein. Abgeben, raus. Wow, I didn't think you had it in you. Good job. Rotflinte, Zeitschriften, zack, raus. Nach Hause, Drop noch holen. Und dann Feierabend machen. So. Ich fahre jetzt erstmal nach Weston. Wo war denn der Drop? Da war doch ein Drop irgendwo. Der ist ganz drüben an der Fabrik. Na, den holen wir dann anders mal. Wir sehen uns zu Hause. Nach Hause kommen ist so schön. Mal hier was drin? Nö, nicht mehr. Gut. Dann können wir direkt rein. Nach Hause kommen. Aber jetzt habt ihr gerade eben gesehen, warum ich genau da, das heißt genau da, aber warum ich zwischen den zwei Städten die Base gebaut habe. Ich wollte da eigentlich eine komplette Base bauen, also auch zum Wohnen, also Crafting Base, also eine richtige Base dahin bauen. Nur wenn du in Age of Oblivion spielst, das ist ja das Schlimme. Da gibt es leider diese ganzen Hoshis, die durch die Luft ankommen. Und die sind nicht unbedingt vorteilhaft. Da sind schlechte Karten. Ja, hier ist Pink oder Rosa drin. Das kann weg. Ich will kein Rosa. Imog kann Rosa. Und das hier kann da rein. Das hier kann da rein. Das und das kann da noch rein. Das ist mir egal. Dann kommt hier der zweite hin. So. Great to see you, Master. Du hast Hunger, hast du gesagt. Dann gönn dir doch mal die Spaghetti und zwar zwei große Portionen davon. Spül das Ganze noch ein bisschen runter, dann hast du auch keinen Hunger mehr. So, das wird zerstört. How may I assist you? Du kriegst die Dietriche wieder. Und wir ballern die Mutz da rein. Muni-Herstellung da oben hin. Das auch da oben hin und das da oben hin. Das geht wieder da rein. Zack, zack. So. Ja, da sind wir schon wieder durch für heute. Da sind wir durch für heute, Leute. Eisen ist alles soweit reingelaufen. Zack. Dann kannst du jetzt hier schon mal wieder nachlegen. Das wieder weiter reinschmelzen. Zack. So. Das isst du noch. Da hast du hier dann noch ein paar Zeitschriften, die man aber alle verkaufen kann. Na gut, jetzt sind wir am Ende angekommen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet würdet zu einer neuen Folge 7 Days to Die Age of Oblivion hier bei mir. Und bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt so schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.